Ich bin ein Chaosdämon, ich bin ein Chaosdämon, tralalala. So, willkommen zu einer niegelnagelneuen Kampagne in Warhammer 3. Da bin ich, der süße kleine Frignus. Eigentlich müsste ich mich ja... Demon Prince. Oh, ich hab sogar... Tatsache, ich hab quasi von allem etwas. Ich hab Nörglinge von Nörgel. Ich habe... Na super, hey, geh mal weg hier. Zerfleischer des Korn, was ist das? Bienenhänder Infanterie, okay. Also wir haben hier Infanterie, dann haben wir natürlich mich. Barbaren des Slaanesh. Was sind das? Schwertinfanterie, super. Das, da kommt man ja komplett durcheinander. Blauer Horror, das ist eine Nahkampfinfanterie. Also wir haben hier lauter Infanterie, wenn man so will. Lauter leichte Infanterie. Ja? Was haben wir hier? Rosa Horror. Sehr schön. Ich werde mich auf jeden Fall nicht Slaanesh verschreiben. Soweit könnt ihr schon mal. Schockkavallerie. Alles durcheinander. Solchen Drohnen des Nörgel kennen wir schon. Chaoshunde sind, glaube ich, ja, Bestien. Okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich wollen wir ja. Wer ist er denn hier? I refuse. I refuse. Ich muss gleich. Bad Verhängnisburg? Das ist ja ein geiler Name. Die müssen erstmal weg hier. Komm. So. Ich würde mal sagen, entscheidender Sieg. Das machen wir mal selber. Ich möchte mal gucken, wie die Sache abläuft. Wem verschreiben wir uns denn? Ich möchte mich eigentlich Korn verschreiben und dann so richtig einen auf Blut machen. Bäh, Metzel. Und vielleicht mal auf Nahkampf. Also den Held hier auf Nahkampf setzen. Wir hatten ja in der letzten Runde als Nörgel haben wir ja als Caster gearbeitet. Rupert Graf. Ja, okay, das wird jetzt relativ harmlos, denke ich mal. Also, wir haben hier, das ist alles Infanterie, Nahkampfinfanterie. Das heißt, im Prinzip können wir das mal frisch zuversichtlich. Ja, der hat auch eine. Die haben auch Geschosse, kann das sein? Kann das sein, dass die auch Geschosse haben? Geschossinfanterie, die haben auch Geschosse. So, dann haben wir hier noch die Reiterei. Also wir nehmen mal das hier als 1. Das ist mal unsere 1 hier. Together as my fist. Yes, yes, as my fist. So, wir gehen mal auf den Hörgel. So. Das sind unsere... Das ist die 1. Dann haben wir hier mich natürlich. Ich kämpfe natürlich auch mit. Ach, kann fliegen. Ist ja schön geil. Dämonenprinz. Keine Ahnung, ob ich Nahkämpfer bin oder nicht. Deswegen halten wir uns mal lieber ein bisschen dahinter auf. Dann haben wir hier... Das ist die 2. Das sind nämlich die Geschossfuzis. Stand together, my minions. My minions. So. Das ist Geschossinfanterie. So, dann haben wir hier eine Kavallerie. Und was ist das? Fliegende Bestien und normale Bestien. So, die Kavallerie ist das. Und die beiden Bestien, die packen wir mal hier hin. So. Und die Kavallerie, ah, die steht da gut. Ne, wo sind die gerade? Da hinten ist die. Da ist natürlich blöd aufgehoben. So, Gefecht starten. Was hat er denn da so? Speerinfanterie, Schwertinfanterie, Geschossinfanterie. Die Geschossinfanterie muss natürlich weg. Gucken wir erstmal, wie er ankommt. Was kann denn unser Superheld hier? Moment, ich muss mal kurz stoppen, was das hier kann. So, mal, das kann er. Wenn verbündete Kommandanten Schaden austeilen, schaltet ihr Ruhmpunkte, mit denen ihr einen vollen Boni freischalten könnt. Wird zufällig ausgewählt. Bonus auf Nahkampfangriff. Okay, interessant, interessant, interessant. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. So, haben wir hier irgendwie einen nennenswerten Hügel? Eigentlich nicht, ne? Das heißt, wir können jetzt mal hier. So, hier geht dahinter in Deckung. So, die Reiterei geht mal hier lang, bitte. Beziehungsweise halt. Die Reiterei geht mal auf die...
Wo sind denn unsere Bestien? Die Bestien mal bitte hier rüber. So, die Reiterei geht auf die Geschossfuzis. Yes, yes, yes. Man merkt gleich, das ist Slaanesh. So. Attacke. Wo sind meine Bestien? Meine Bestien auch hier. Wir zerlegen jetzt die Geschossinfanterie in der Mitte. So. Die zwei, die kann noch ein bisschen noch näher ran. So. Und Gemetzel. Roms. Oh, die haben keinen Spaß. Die Geschossinfanterie in der Mitte zersägt. So, das sind ja eigentlich auch Nahkämpfer, ne? Also theoretisch so halb. So, die sind schon tot. Im Prinzip war es das schon. Wo ist denn eigentlich mein... Wo bin ich denn eigentlich? Da. Greif mal an. Annihilation. Komm, mein gutes Land. So, das war's schon, würde ich mal sagen. Ich komme. Der schmeißt gleich seine eigenen Leute in der Gegend herum. Der Dämonenprinz, naja, ein bisschen schwund ist immer. Muss also aufpassen, wo man ihn landen lässt. Ja, ja, sehr gut. Ey, Dämonenprinz, hier, Attacke. Jetzt schmeißt er wieder seine eigenen Leute in der Gegend rum. Blaut. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Man muss aufpassen, wo man ihn einsetzt. Sieg, jawohl. Das war irgendwie so kein Problem. Jetzt können wir eigentlich hier noch die Sache beenden. Ja, ihr da bitte mal hinter denen hinterher. Ihr hinter denen. Ihr da hinter denen. So, und du. Mach den mal kaputt da. Flatter, flatter. Ja, den mache ich zu einem Nahkämpfer. Und Landung. Hau ihn kaputt. Der Arme. Genau, latscht drüber. Und jetzt noch eine mit dem Schwert, komm. Jawohl. Und nochmal. Da hat er keinen Spaß dran. So, schafft ihr das da hinten alleine? Jetzt ist er, hat er ihn über den Haufen gerannt. Wie unangenehm. Ist er bald tot? So, wie sieht's hier bei euch aus? Komm, macht sie tot. Wir müssen alles vernichten. So, der ist tot. Sehr gut. Hier haben wir auch alles niedergemacht. Das war ja im Prinzip ein leichter Kampf, aber das war ja das Tutorial, sind wir mal ehrlich. So, die sind tot, die sind auch tot. Jetzt machen wir noch hier die paar Fuzzis kaputt. Haben wir ein bisschen was verloren? Naja, die haben ein bisschen was an Schaden genommen. Was sind das überhaupt hier? Ey, das sind fliegende Bestien und das Speerinfanterie. So, jetzt können wir das Gefecht beenden. Ah, das war doch mal schön. Alles niedergemetzelt. So, eigentlich möchte ich den ja umbenennen, den Frignus. Das bin ja ich. Der Rendel. Ja, da habe ich gleich... muss sagen, ich habe gleich ein besseres Gefühl. Opfer an die Götter des Chaos. Opfer die an alle Chaosgötter. Sie werden euch belohnen. Ungeteilter Ruhm. An Korn. Ah, okay. Ich möchte ja eigentlich in Richtung Korn, oder? Ich will eigentlich zu Korn.
komm hier zu Korn. So, was haben wir da? Mission erfolgreich. Rundes Korn. Ja, Feind im Kampf getötet. So, jetzt sind... Die Chaosgötter schenken euch eine mächtige Festung, von der aus ihr die Welt mit Schrecken überziehen werdet. Das machen wir natürlich. Ihr müsst sie euch nur nehmen. So, lass gucken. Demon Prince. Erstmal möchte ich sehen, was hat er denn alles? Ah, jetzt wird's interessant. Führerschaft plus 10, physische Resistenz 10%. Das ist gar nicht mal schlecht im Moment. Wie wähle ich den aus? Ach so, nee, warte mal, das ist mein Standardkopf. Okay, jetzt haben wir die Auswahl. Nahkampf, Abwehr und Rettungszauber oder stacheliger Kragen. Fähigkeit rasender Zorn, passive Fähigkeit gemäßigter Zorn, Zauberresistenz, Nahkampfangriff plus 10. Ja, wir wollen ihn zu einem Damage-Dealer machen. Das heißt, Nahkampfangriff plus 10 ist natürlich besser. Hat sogar ein anderes Aussehen. Hat was. Der Rest haben wir natürlich erstmal nur einen. Ne? Cool. Fähigkeiten haben wir noch keine. Okay, was haben wir hier? Dämonischer Ruhm. Chaos reigns. Ach, das ist okay. Das ist Korn. Immortal, so, das heißt, Glory. Als, ja, ist auch gut. Da kriegen wir als nächstes einen Schwanz. Cool. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Kann ich ihn bitte mal umbenennen? Nee, halt, ich will ihn umbenennen. Wie ging das denn? Was ist das? Kamera zurücksetzen. Ich will ihn eigentlich umbenennen, Fregnus. Irgendwie ging das, ich weiß nur nicht wie. Okay, aber wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Nahkampfangriff. So, wir haben aber noch... Wir haben quasi noch keine Stadt, ne? Dann holen wir uns mal hier Verhängnisburg. Das ist eigentlich für einen Dämonen eine richtig coole Stadt. So, Verhängnisburg. So, jetzt ist... Was können wir denn da machen? Umsiedeln? Was ist denn umsiedeln? Ihr kontrolliert aktuell keine... So, das ist zum Ruhme des Korn. Was haben wir hier? Zum Ruhme des Nörgel. Ihihi. Slanesh, Zinsch. Nee, wir machen natürlich... Wir machen natürlich zum Ruhme des Korn. Chaos lives here now. So. Zum Ruhme des Korn. Erfolgreich. Beansprucht die Hauptstadt. Achso, da kriegen wir dann Ruhm. Meister, ihr benötigt eine größere Dämonenarmee, wenn wir die Vorherrschaft über diese Region erlangen wollen. Rekrutiert 2 neue Einheiten. Kriegen wir hin. So, haben wir jetzt noch was gekriegt? Weil wir haben ja jetzt hier... Ne, haben wir nicht, ne? Ja, wir sind aber auf dem besten Wege. 183, wann gibt's das? Bei... Steht hier nirgendwo. Geh nochmal weg. Wo steht denn, wie viel ich da habe? Wo steht denn, wie viel? 183 und wie viel steht, wo wir hier sind? 220. Ah, okay. 220. So. Ja. So, das ist okay. Chaoshunde, Chaosfurien. Hier können wir was bauen. Und zwar grundlegendes Militär. Was können wir denn hier bauen? Chaoskrieger des Korn, Zerfleischer des Korn. Muss ich erstmal gucken, was das überhaupt ist, ehrlich gesagt. Bluthunde des Korn. Erstmal grundlegendes Militär, ja? Erstmal, das hier wird das grundlegende Militär, komm. Wie viel haben wir? 1000. Warum kann ich da nichts bauen? Warum kann ich das nicht? Achso, weil das grundlegend ist, ja? Ist irgendwie normal. Infrastruktur, Verteidigung, Ressource. Nee.
Das ist ja alles für Ziench. Dann halt das hier, Bluthunde. Dann bauen wir halt das hier. Das Korn generiert 3, ermöglicht Rekrutierung von Bluthunde. Okay, dann hier halt das fortgeschrittene Militär. Zack. Ja, machen wir so. Haben wir gemacht. So, was können wir mit ihm hier machen? Much power. Ja, Fregnus ist gut. Jetzt können wir hier sagen, glorreiche Zorn des Gläubigen. Ruhm des Korn erhalten plus 3%. Komm, wir gehen voll in den Korn rein. Voll in den Korn. So. Benediction from the gods. Ja, ja. So. Das sieht ja schon mal gut aus. 183. So, jetzt sollen wir neue Einheiten rekrutieren. Global Eiszahnberge. Was heißt denn global? Und Eiszahnberge, da bin ich mir ehrlich gesagt. So, warte mal. Wir haben hier die Chaoshunde. Das sind die Zerfleischer des Korn. Und das hier sind die Chaoshunde. Das sind die Bestien, ne? Chaosfurien. Fliegende Bestien. Was haben wir hier? Nehmen wir mal die hier, oder? Die sind billig. Join the Ruinous Crusade. Ja. 3x Chaoshunde. So. Und jetzt sagen wir mal. Haben wir rekrutiert, ne? Ja. Was das hier heißt, weiß ich ehrlich. Bildet die Einheit aus dem richtigen Zeug weitere Informationen. Was das mit dem Global heißt, ist mir ein bisschen unklar. Okay, haben wir aber gemacht. Achso, da müssen wir jetzt noch eine Runde warten jeweils, ne? Gut, das machen wir auch. Das ist das Plus. Ehrlich gesagt können wir da noch mehr. Aber wir können im Moment nur Chaoshunde rekrutieren. Also das heißt, da lassen wir es mal wirklich so. Muss sagen, erster Eindruck gefällt mir besser als die Nörgel-Geschichte. Also die Mechanik mit Nörgel. Held rekrutieren. Achso, jetzt kriegen wir einen Helden. Was kriegen wir denn hier? Leichenhäuter Höllenkrieger. So. Dieser Charakter hat sich euch als mächtiger Verbündeter angeschlossen. Fügt ihn eurer Armee hinzu. Mach ich. Ein Held erscheint. Entsende euren Helden, sich eurer Armee anzuschließen. Das machen wir natürlich. Hunger to slay. What pray? Ich versuche es. Aber es geht gerade nicht. Demon Prince. Crimson Death. No. Ich versuche es. Let blood flow. So, jetzt. Kampftraining. Zack. Sehr gut. Können wir den auch ausrüsten? Ich vermute nicht, ne? Regnus Leichenhäuter, ne, Gegenstände haben wir keine Unterstützung. Also die fungieren ganz normal. Okay. Gut, jetzt kriegen wir auch wieder Ruhm des Slaanesh. Das ist natürlich blöd. Das wollen wir eigentlich gar nicht. So, jetzt haben wir da 3 Hundis. This world will burn. Und hier bauen wir quasi Hunde des Korn. Chaoshunde, Chaosfurien. Müsste ich doch jetzt eigentlich neue bauen. Genau, Bluthunde des Korn. Was machen die denn? Was sind das denn? Das sind größere Bestien. Dann nehmen wir auch mal ein paar von. Nehmen wir mal 2. 1, 2. So. Also ein paar Fernkämpfer wären auch nicht schlecht. Wobei, wir haben ja ein paar. Ist ja okay. So. Okay, da warten wir auch mal. So, eigentlich wollen wir aber. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken, welche. Es ist eine Verhängnisburg Provinz. Ist da nur eine einzige Stadt? Das ist die Frage. Also eigentlich will ich das Gebiet hier haben. So,
Was haben wir da? Dämonischer Ruhm. Was können wir da machen? Ich guck mal. Achso, das ist das. Okay, verstehe. Das ist die Diplomatie. Machen wir eh nicht. Zielvorgaben machen wir auch nicht. Cool. Also es gefällt mir erstmal um Klassen besser, muss ich sagen. Herrlich Power. Hellish Power. Können wir noch was bauen? Much Power. Nee, können wir nicht. Da brauchen wir noch 12 Runden, bis die aufsteigen. Ja, das kann natürlich noch ein bisschen dauern. So. Wir warten, bis die Einheiten da sind und dann machen wir unseren nächsten Angriff, würde ich sagen. Demon Prince. Demon Prince. Vielleicht hier hin, ne? Nach Schwertbucht. Wollen wir das mal machen? Oder haben wir hier noch was in der Nähe? Altar der Brut, was ist das? Feindliche Nebensiedlung. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich mir das da unten schnappe. Und das hier ist wirklich nix. Nee, das ist einfach nur Gerümpel. Ja, dann schnappen wir uns als allererstes mal dieses Gebiet hier. Ne? Das sind drei, ich glaube, das sind drei verschiedene. Ne? Das sind drei Siedlungen, gehören zu der Provinz. Oder das hier, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wobei wir da gerade nicht so viel sehen, Alter. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier runter, komm. On hell sent foot. So. Müssen wir nur aufpassen, dass wir dieses Mal uns nicht wieder so in den Meer... Eine Kolonie des Nordlands stellt eure Kontrolle über diese Region in Frage. Vernichtet sie und übernehmt die Siedlung. Ich vernichte sie. Erobert und besetzt die folgende Siedlung. Alles klar. Chaos. Attacke. So, die haben ja gar nichts. Das wird sofort angegriffen. Und zwar persönlich. Ich muss ja meine Einheiten mal kennenlernen. So. Was haben wir hier? Wir haben tonnenweise Bestien. Auch fliegende Bestien. Dann haben wir so ein paar Pseudo-Nahkampf, also so ein paar Fleischschilde und ein paar Fernkampfeinheiten. Ja, ich denke mal damit. Oh, das ist schon wieder... Vorsicht. Das ist schon wieder eine Stadt. Da müssen wir aufpassen. Aber ich will die jetzt sofort einnehmen. Ich will die nicht erst Ewigkeiten belagern. Eure Streitkräfte sind bereit, die Verteidigungen zu stürmen. Doch ich rate zur Vorsicht. Ihr steht einer verschanzten Armee gegenüber, die Zeit hatte, sich vorzubereiten. Okay. Seid auf der Hut. Ich bin auf der Hut. So, ich würde mal sagen, wir nehmen ein, als erstes mal dieses Gebiet, das bietet sich so richtig an, ne? So, das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. So. Kann man da nicht hinsetzen? Nee. Ein Trupp wird da reinstürmen. So, das ist die 1. Und zwar wird sich die 1 mit unserem Nahkampfspezialisten hier hin bewegen. Ja. So. Die 2, das wird, was ist das? Die Schwertinfanterie, ne? Ja. Die 1, das sind die Nörglinge, die Schwertinfanterie. Slanesh. So, die werden sich das Ding hier schnappen. Jetzt gucke ich mal hier kurz rum. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir können natürlich jetzt von der zweiten Seite kommen. Die Frage, ob das gut ist. Nee, die werden hier reinmarschieren und die werden da reinmarschieren und das Ding einnehmen. Ja. So, und zwar werden das sein die hier. The pangs of suffering. Genau. Die machen wir auf die 2. Join together as Join my together. Fist. Ja. So. Also die 1 marschiert hier rein, die 2 marschiert da rein.
Ihn packen wir mal hier hin. Das ist unser Dämonenprinz hier. Er bleibt da. So, die Fernkampfeinheit. Ich möchte die nicht so weit auseinanderklamüsern. Ich guck mal gerade, ob wir hier nicht noch irgendwo quasi... von mehreren Seiten aus angreifen können. Wenn wir uns hier, wenn ich hier noch ein paar aufstelle, dann können die hier raufreiten und sich das Ding noch holen. Vielleicht, weiß ich nicht. So, dann nehmen wir mal die Reiterei. Die stellen wir mal hier hin. Die Reiterei und die hier. Das ist dann die 3. Ich teile die gerade so ein bisschen blöd auf, ich weiß. So. Und hier könnten wir vielleicht auch... Ah, hier müssen wir echt aufpassen, dass wir uns nicht verrennen. Darf ich die mal sehen, wie die aussehen? Das sind die Hunde... Das sind die Bluthunde... Und das sind die Chaoshunde. Diese einen sind nur ein bisschen größer. Okay, alles verstanden. Ich überlege, ob wir da noch rankommen. Na, da kommen wir eigentlich von der Seite aus ran, ne? Wenn wir hier rein hoppeln, dann können wir noch hier rein und uns die... uns das Ding da holen. Das können wir eigentlich auch mal machen. Das ist jetzt mal Risiko. Ich habe die jetzt total aufgeteilt. So. Dann ist das die 4. So. Jetzt starten wir mal kurz. Und machen gleich Stopp. Weil jetzt sehen wir auch, wo der Gegner ist, ja? So, der Gegner ist natürlich hoffnungslos unterlegen. Oh, da sind Türme. Natürlich blöd. So, das heißt, die werde ich hier um die Ecke hoppeln lassen und den in den Rücken fallen. Das ist eine sehr gute Idee. Du. Speerinfanterie, Schwertinfanterie, Speerinfanterie. Gut. Dann hier die 1. So, das wird natürlich ein bisschen hässlich. Die 1, die 2. Was ist das? Schwertinfanterie. Die 2 geht hier hin. So. Die 3, die macht jetzt in der Tat Folgendes. Die macht das. Und dann macht die das. Hier machen dasselbe, die machen das und machen dann das. Okay. Die 4, wie ist mit euch? Seid ihr hier frei, Audience? Die sind tatsächlich so ein bisschen frei. Oh, Speerinfanterie ist natürlich blöd. Könnten natürlich jetzt hier raufhoppeln, ne? Und sich das da holen. Wollen wir das machen? Klar, komm. So, das heißt, hier rüber, darüber, darüber und das reicht erstmal. So, und go! Attacke! So, nochmal Stopp kurz. Nochmal Stopp, wir haben ja noch gar nicht alle unsere Einheiten hier platziert. Du greifst mal den Turm hier an. Ihr seid die... Wer sind denn die hier? Das müssten die Fernkampfgeschossinfanterie. Die Geschossfuzzis auf den Turm. Und jetzt könnt ihr anfangen. Attacke! Ich nehme den Turm auseinander. Achso, warte mal. Der kann auch auf den Turm gehen. Wo ist er denn? Auf den Turm, los. Kann er nicht? Kann er doch. Okay, na dann greift er besser an.
Ups, Shepper. So. Gemetzel. So, der Turm ist hoffentlich bald weg. Was sind das? Speerinfanterie. Und was ist das hier? Das ist die Reiterei. Das ist natürlich blöd, die Reiterei mit der Speerinfanterie. So, hier rüber. Speerinfanterie. So. Attacke. Reitet sie nieder. Naja, das ist halt Speerinfanterie. Das war jetzt nicht so günstig. So, kurz Stopp machen. Wir gucken nach, was die hier machen. Die hier stürzen sich auf die hier. So, was macht die 2? Die 2 rückt weiter vor. Und zwar dahin. Auf zur Schwertinfanterie. Die 3. Die opfern wir gerade so ein bisschen. Die sind am Reiten. Das ist okay. Was haben wir gesagt? Hier rauf. Und dann erstmal dahin das Ding einnehmen, ne? Ja. Wir setzen ihn jetzt mal richtig unter Druck. Wobei, warte mal. Wir müssen ja nicht alle da rauf. So. Und weiter geht's. So, und du, mein Freund, Attacke. Zum, zum, zum. Komm, mein Großer. Ihr könnt mal bitte auf die da schießen. Und eine Landung, eine sanfte. Jawoll, räum auf, mein Großer. So, die Hundis sind unterwegs. Hoppala. Die Hundis holen sich das Ding, jawoll. Nee, braucht ihr gar nicht ankommen. Noch mehr Speerinfanterie. Bauzis, keiner hat sie lieb. So, vorbei. So. Dann hier hin. Und in den Rücken fallen. Happy, happy. Mampf. Von allen Seiten auffressen, sehr schön. Und ihr nehmt das Ding ein, da, sehr cool. Ihr habt das auch eingenommen, sehr schön. Wir machen mal kurz Stopp. Sieht das gut aus? Alles in allem? Ja, 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 es ist okay. Ist nicht schön, aber selten. So. Wo bin ich denn? Wo ist denn mein... Hier, du kannst mal das Ding einnehmen. So, du kannst mal den Turm zerlegen, bitte, danke. So, wie geht's euch hier? Die sind auch bald weg, das ist okay. Bitte mal da drauf schießen und weiter geht's. Jetzt hat er da eine Barriere gekreuzt. Sieg. Ja, okay, wir haben hier gewonnen. Brauchen wir uns gar nicht drüber. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich denke mal, damit ist die Stadt eingenommen. Oh, ich habe ein bisschen was abgekriegt. So, zeig. Jawohl. So, wir widmen die natürlich Korn. Jetzt ist die Frage, wollen wir auch ein bisschen Nörgel haben? Nörgel und Korn so als Mischung. Slaanesh mag ich ja nicht. Zieh ich auch nicht. Aber erstmal nochmal Korn. The Vanguard in the Ruinous Crusade.
So. Euer Ansehen im Pantheon des Chaos wächst. Und so bieten euch die Mächte der Verderbnis Gaben, die eure Natur verändern können. Überlegt euch gut, welche ihr wählt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir schon 445. Das heißt, wir müssten eigentlich schon... Ja, gehen wir hier auf den Trichter. Achso, der Mondprinz kann mächtige neue Fähigkeiten. Alles klar. Okay, da müssen wir aber nichts machen, oder? Da müssen wir nur hier... Genau. So, jetzt gucken wir mal nach. Wir haben hier Nahkampf plus Nahkampfabwehr, Feuerresistenz. Das ist eher so der Tank. Zauberresistenz, Nahkampfangriff. Haben wir Nahkampfabwehr, Feuerresistenz, Rüstung. Das ist eher so tanky. Und das ist eher so der Nahkämpfer. Flügel haben wir keine, neuen Kopf haben wir, passive Fähigkeiten. Nahkampfangriff auch nochmal plus 10, noch besser. Rüstungsdurchdringer, Waffenschaden plus 10% definitiv. Der sieht ein bisschen... So, Flügel. Angriffsbonus 20%, Trefferpunkte plus 5. Immer auch. So. Linker Arm. Nahkampfabwehr. Rüstung plus 20. Waffengrundschaden plus 10. Das ist ja auf jeden Fall besser. Der Arm war nix. Beine. Ziehbeine. Ne, von wem? Passive Fähigkeit. Rüstung plus 10. Geschwindigkeit. Naja, was. Ist immerhin besser. Sieht aber ein bisschen tuffig aus. Rüstung plus 10, Nahkampfangriff plus 5. Ja, definitiv. Nahkampfwaffe hat er nur eine. Das hat er auch nur eine. Das hat er eine. Okay, der sieht ja schon ein wenig fieser aus, der kleine Möps. So, dann kriegen wir auch gleich mal noch ein bisschen Ruhm verpasst hier. Erweitert euer Reich, o Herrlichkeit. Zerschmettert diese Provinz und eure Rivalen werden auf ewig eure wachsende Macht fürchten. Okay, machen wir. Welche Provinz? Die hier, ne? Ja, diese Provinz, die holen wir uns, ganz klar. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Demon Prince, Supreme Champion. Ja, ja. So, pass auf. Da können wir nichts machen. Der hat einen Hafen, da können wir auch nichts machen. Ansonsten ist hier alles... Ja, sieht gut aus. Lassen wir so. Können wir hier noch was rekrutieren? Globale Rekrutierung ist zur Verstärkung eurer Armeen fern eurer Heimat verfügbar, mein Herr. Ah, ist aber teurer. Solche Flexibilität hat jedoch ihren Preis. Ich sehe es. Baut eure Streitkräfte, wenn möglich, näher an eurer Heimat auf. Kriege ich hin. Aber so viel Bestien brauchen wir nicht. Das heißt, wir brauchen dringend neue... Können wir hier noch machen? Oh, warte mal. Ruhm des Korn erhalten plus 8%. Was haben wir da noch? Zornige schlechter Einkommen durch Überfälle 10%. Zerstöre Einkommen durch Ausraum von 7 plus 5%. Rüstung plus Wex für Zerfleischer. Erhabene Zerfleischer des Korn. Chaoskrieger des Korn. Die kriegen mehr Rüstung. Was haben wir da noch? Herrschaft des Korn. Auf Kornbelohnungen. Gesamtruhm. Ne, wir gehen erstmal in Korn rein. So. Fresh Tool of Conquest. Ja, ja. So, und wie es weitergeht, ich muss sagen, gefällt mir auf Anhieb wesentlich besser als Nurgle. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn, euer Chaos-Dämon Fleck. Tschüssi.